Hier spricht Tali Zorawas Nemana Raya. Erbitte Andock-Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Gezeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Tali Zora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an. Shepard? Tali Zora hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Eigentlich bin ich gar kein Captain. Genau genommen gehöre ich nicht mal mehr dem Allianzmilitär an. Sie sind der Commander der Normandy und für die Leute an Bord verantwortlich. Damit sind Sie für unser Volk eine Respektsperson. Mögen Sie allzeit zwischen Ihrer Crew und der Gefahr stehen, während Sie sie durch die Leere der Sterne führen. Kila Selai. Das ist ein alter Segen für Captains Shepard. Tali hat der Crew der Normandy in vielen brenzligen Situationen beigestanden.
Ich bin hier, um nun einmal ihr zu helfen. Ich verstehe. Als Commander des Schiffes, auf dem sie dient, hat ihre Stimme einiges Gewicht. Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun, Tali. Der Prozess verlangt, dass ich offiziell neutral bleibe, aber ich bin da, wenn Sie reden wollen. Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Sie haben Geth-Teile zur Migrantenflotte geschickt? Ja, mein Vater hat an einem Projekt gearbeitet und brauchte dafür die Einzelteile. Wenn ich nun etwas hergeschickt hätte, das lediglich beschädigt war, nicht völlig inaktiv. Nein. Nein, ich habe alles überprüft. Ich war sehr gründlich. Ich habe den Befehl, Tali Zora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also, Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Sie sollten mit Admiral Rahn sprechen. Sie wartet da vorne auf Sie. Ich fasse es nicht, dass Sie Tali Zora beschuldigen, so etwas getan zu haben. Wenn Tali Zora nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringt, für Sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Tali Zora was Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Rahn! Shepard was Normandy, das ist Admiral Sharla Rahn was Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Rahn, du hast was Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls. Habe aber beim Urteil keine Stimme. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten Sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora was Nima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie. Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Eine bessere Vertreterin hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selai. Die Angeklagte, Tali Zora was Normandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch! Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corris.
Als Tallys Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard was Normandy. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vas Nima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Shepards Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Wie hätte Tali Geth in die Flotte einschleusen können, während sie auf der Normandy Dienst tat? Hören Sie, Shepard. Tali wird nicht vorgeworfen, komplette Einheiten zurückgebracht zu haben, sondern Einzelteile, die sich selbst reaktivieren können. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der LRI umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Kila. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen. Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Alarai zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Alarai den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Alarai zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Alarai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Möchten Sie noch mit jemandem sprechen, bevor wir aufbrechen? Wir können mit den Admiralen reden. Vielleicht hilft uns das dabei, herauszufinden, wo sie stehen. Aber wir werden durch ein privates Gespräch wohl kaum jemanden dazu bringen, dass er von seiner Meinung abrückt. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Alarai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Alarai waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand.
Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen von Geld. Tali Zora hat zwar einen Menschen als Captain, aber der ist wenigstens wortgewandt. Mein Vater tot? Oder auf der Alarai gefangen? Mein Name getilgt? Wie konnten Sie mir das alles verheimlichen, Captain? Es tut mir leid, Tali. Befehl von Admiral Rahn persönlich. Ich durfte nichts sagen. Sie wollte, dass Sie auf die Alarai gehen. Sie sagte, der Admiralitätsrat müsse Ihre Reaktion sehen. Es hilft zwar sicher nicht, aber es tut mir leid. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann. Wer entscheidet, wohin die Migrantenflotte fliegt? Das ist eine kompliziertere Frage, als Sie vermuten. Das Konzil stimmt ab, wohin wir fliegen. Aber die Admiralität legt fest, wie wir sicher dorthin kommen. Piratengebiete umfliegen, die Versorgung planen, solche Sachen. Sie haben damit wohl gar nichts zu tun, oder? Raya hat einen Vertreter im Konzil, wie jedes andere Schiff auch. Aber ich persönlich? Bei allem, was sich außerhalb meines Schiffes abspielt, habe ich nichts zu sagen. Wenn meine Crew mit den Entscheidungen nicht zufrieden ist, steht es uns jederzeit frei, die Flotte zu verlassen. Aber da die Raya etwa ein Drittel der Lebensmittel für die Flotte produziert, will man uns natürlich bei Laune halten. Warum ist die Flotte jetzt hier? Ein System mit zwei blauen Giganten ist nicht gerade der gemütlichste Ort in der Galaxie. Zumindest nicht, wenn man einen Planeten sucht, auf dem man landen kann. Wir haben weite Reisen in die Tiefen des Weltalls unternommen. Ein Großteil der Flotte lädt hier mit photovoltaischen Solarzellen seine Energiespeicher auf. Wir betreiben bei einem roten Zwerg in etwa 6 Lichtjahren Entfernung eine Eismine. Das Zeug wird hierher gebracht und dann zu Wasser geschmolzen. Oder wir spalten es in Deuterium, Wasserstoff und Sauerstoff auf. Warum wurden vor unserem Schiff Wachen postiert? Abgesehen davon, dass Ihre Crew zu Cerberus gehört? Genau genommen steht es unter Quarantäne. Jeder unabsichtliche Kontakt zwischen den Schiffen könnte unsere Crew krank machen oder sogar töten. Wir reden später weiter, Captain. Selbst bei der Anhörung denkt Tali so... Der Mensch kann mit einer Zuhörerschaft umgehen, das muss ich zugeben. Loyalität zur Flotte, bitte. Shepard, wie kommen Sie denn auf die Raya? Shepard ist hier, um mir beim Prozess zu helfen. Ach ja, davon habe ich gehört. Ich hoffe nur, Sie haben nicht getan, was man Ihnen vorwirft. Nein, Vitor. Ich würde die Flotte niemals gefährden. Oh, das ist gut. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich glaube es zwar nicht, aber ich wollte zumindest fragen. Sie haben mir auch geholfen. Tali könnte jetzt Freunde brauchen. Wären Sie dazu bereit, den Admiralen zu erzählen, wie sie Ihnen geholfen hat? Nein, das heißt ja, aber das habe ich schon getan. Sie haben mit mir gesprochen, aber vor viele Leute will ich nicht treten. Vitor geht es gut, aber für einen Auftritt in der Öffentlichkeit ist er noch nicht bereit. Ich habe mit Ihnen geredet, genau wie dieser Soldat Karl Rieger. Wir haben erzählt, wie Sie uns geholfen haben. Hoffentlich hat's was bewirkt. Das hat es bestimmt, Vitor. Danke. Erinnern Sie sich noch an die Kollektoren? An irgendetwas? Nichts Neues. Tut mir leid, jedes Mal, wenn ich im Geist dorthin zurückgehe, dann... Vitor, kommen Sie zurück. Alles in Ordnung. Tut mir leid, Tali, Commander. Ich will ja helfen, aber ich kann nicht. Ich habe nichts gesehen und woran ich mich erinnere. Keine Sorge, Vitor. Wir finden die Dinger, die dafür verantwortlich sind. Und wir werden sie beseitigen. Gut. Vielen Dank. Achten Sie auf sich, Vitor. Nur wenige wären nach dem, was Sie durchgemacht haben, noch bei klarem Verstand. Ich weiß, bin ich aber gar nicht. Trotzdem danke, Commander. Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nie so weit geschafft. Karl Rieger. Shepard, Tali Zora, schön, Sie beide zu sehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären etwas angenehmer. Was haben unsere Aufzeichnungen ergeben? Wirklich schlimm, es ist genau, wie Sie sagten. Die Sonne hätte sich auf Haystrom keinesfalls so verhalten dürfen. Die Theorie über die dunkle Energie stimmt also? Das ist beunruhigend. Ich kann dazu nicht wirklich etwas sagen, Ma'am. Ich werde fürs Schießen bezahlt. Was tun Sie an Bord der Raya? Klingt, als hätten Sie Ihren Bericht bereits bei der Admiralität abgeliefert. Ich, bin geblieben, um zu den Vorwürfen gegen Tali Zora Stellung zu beziehen. Ich habe mit ihr gedient und sie hat was Besseres verdient als das hier. Danke, Cole. Ich sag nur, wie es ist, Ma'am. Hatten Sie Glück und konnten beim Admiralitätsrat vorsprechen? Admiral Rahn wollte meine Meinung über die Geth hören, weil ich ja auf Haystrom gegen sie... Sie und Admiral Garrel hoffen, dass sie einen Haufen Geth töten, um die Menge auf unsere Seite zu ziehen und dann Beweise finden, um ihren Namen reinzuwaschen.
Sie haben gezögert, aber Ma'am, Sie hatten kaum andere Option. Ich habe empfohlen, Sie auf die Alarai zu schicken. Ich hoffe, Sie kommen damit klar. Sie haben das Richtige getan. Danke. Sie sagten, Ihre Mission hätte etwas mit dunkler Energie zu tun. Richtig. Erinnern Sie sich an diese verdammte Sonne auf Haystrom? Hat alles lahmgelegt und viel zu stark gestrahlt. Die Sonne wird alt. Aber das stimmt gar nicht. Dunkle Energie. Sie reduziert die Masse im Inneren des Sterns und verwandelt ihn vorzeitig in einen Gasgiganten. Die Techs machen sich Sorgen. Glauben Sie, die Geth sind dafür verantwortlich, was mit der Sonne von Haystrom passiert? Keela, hoffentlich nicht. Wenn sie einen Stern manipulieren können, sind unsere Chancen im Kriegsfall noch schlechter, als ich dachte. Ich glaube nicht, dass es die Geth sind. Um einen Stern in dieser Weise absichtlich zu beeinflussen, bräuchte man viel Zeit und jede Menge Ressourcen. Für eine Waffe ist es nicht effizient genug. Und nicht mal die Geth würden ein Sternsystem zerstören, das sie noch brauchen können. Außerdem sind sie erst wieder aufgetaucht, als wir auf der Bildfläche erschienen sind. Hoffentlich haben Sie recht, Ma'am. Die synthetischen Mistkerle sind schon jetzt schlimm genug. Was bedeutet diese Zunahme der dunklen Energie? Müssen wir deswegen beunruhigt sein? Tut mir leid, Shepard. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber die Wissenschaftler sind jedenfalls beunruhigt. Hoffen wir mal, dass es sich um ein isoliertes und seltenes Phänomen handelt. Wenn dunkle Materie eine Sonne destabilisieren kann? Vermutlich muss man sich jetzt noch keine Sorgen machen, aber die Ressourcen in der Galaxie sind schon knapp genug, ohne dass plötzlich Sterne sterben. Manchmal glaube ich, mit der Flotte rumzufliegen, ohne einen eigenen Planeten zu haben, ist wirklich die beste Lösung. Wie geht es Ihnen, Riga? Sie mussten ja auf Haystrom ganz schön was einstecken. Der körperliche Schaden hielt sich in Grenzen, aber ich lag eine Woche lang mit einer Infektion flach. Ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ich muss jetzt nicht diesen Admiralen gegenübertreten. Mit so einem Immunsystem sind die Quarianer im Krieg schwer benachteiligt. Sie verlieren mehr Leute durch Infektionen als im eigentlichen Kampf. Einen Frontalangriff können wir uns nicht erlauben, das steht fest. Wir müssen es klug anstellen. Idealerweise aus dem Orbit. Wir haben jede Menge Antibiotika. Es ist ja nicht so, dass uns ein einziger Schuss gleich umbringt. Nein, Shepard hat recht. Sie haben nur unsere Spezialeinheiten gesehen, Tali. Die Frontsoldaten sind lange nicht so gut ausgerüstet. Und wenn dann noch der Nachschub abreißt, wird's schnell ziemlich übel. Wir sollten jetzt gehen. Viel Glück auf der Alarai. Passen Sie auf sich auf. Tali Sora, sind Sie angesichts der Umstände sicher, dass ein Gespräch mit mir angemessen ist? Ich suche nach Informationen über die Alarai. Ich habe nicht vor, Sie mitten auf dem Platz zu bestechen, Admiral. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Commander Shepard. Wir sind Ihnen nach Ihren Aktionen gegen die Geth zu großem Dank verpflichtet. Sie haben während der Eröffnungsplädoyers nicht viel gesagt, Admiral. Es gab nicht viel zu sagen. Der Prozess ist Zeitverschwendung. Für mich ist das alles sehr wichtig. Wenn Sie und Ihr Vater wirklich mit aktiven Geth-Subjekten experimentiert hätten, wären Sie schlichtweg Idioten. Wozu also Ressourcen bei einem Prozess verschwenden? Und wenn nicht, haben wir es mit einem tragischen Unfall bei der Arbeit für ein höheres Ziel zu tun. Auch in diesem Fall wäre kein Prozess vonnöten. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur wenig. Wir haben ein paar Kommunikationssignaturen aufgefangen, bevor die Geth alles... Um ein Schiff zu übernehmen, muss die steuernde Intelligenz eigentlich vernetzt sein. Sie sollten also mit 10 bis 50 Einheiten rechnen. Dann kann das alles nichts mit mir zu tun haben. Ich habe nur Einzelteile geschickt und daraus lassen sich niemals so viele Geth zusammensetzen. Ihre Ansichten über synthetische Wesen scheinen eher eine Minderheitenmeinung zu sein. Ja, zumindest im Admiralitätsrat. Herrn Garrow sieht nur einen Feind, der zerschmettert werden muss. Saal Corris würde am liebsten wegrennen und sich in einer neuen Kolonie verstecken. Und Charles Aran kann sich nicht entscheiden. Ich hatte gedacht, Rahl würde zu Herrn halten, aber wenn er wirklich mit aktiven Geth experimentiert hat, haben wir vielleicht sogar gemeinsame Ideen. Wenn wir Rahl nicht lebend auf der Alarai finden, was wird dann Ihrer Ansicht nach wohl passieren? Das Gleichgewicht der Mächte verschiebt sich. Hen verliert eine Stimme für seinen dummen und selbstzerstörerischen Krieg. Das würde für Frieden sprechen, weil Charles Aran viel zu vorsichtig ist, um ihren eigenen Hals zu riskieren. Aber wenn der Admiral, der Rahl ersetzt, mir zustimmt, könnte das Ganze ziemlich aufregend werden.
Sie unterstützen Experimente an lebenden Kreaturen? Wahl hat sich für seine Experimente an Geth nicht schuldiger fühlen müssen, als ich früher bei Operationen an Kinderspielzeug. Dass Sie an Ihrem Kinderspielzeug Operationen durchgeführt haben, spricht Bände, Admiral. Ein Schiff fliegt schneller als ich. Richtig programmiert kann es Ziele ansteuern und sich sogar selbst verteidigen. Aber es ist trotzdem nur eine Maschine. Es wurde nur zu dem Zweck gebaut, seinem Meister zu dienen. Und wenn der Meister es wünscht, kann er es jederzeit verschrotten. Wenn der Prozess Sie nicht interessiert, warum lassen Sie sich da nicht befreien? Damit das alte Schlachtroß Herrn Garrel und der feige Sau Chorus den Kurs vorgeben können? Sicher nicht. Dem Prozess liegt eine weitaus wichtigere Frage zugrunde, mit der Tali Zora nur am Rand zu tun hat. Nichts für ungut. Und wie lautet die zentrale Frage des Prozesses, Admiral? Sollen die Quarianer vor den Fehlern der Vergangenheit Angst haben oder sich mittels ihres Gespürs für künstliche Intelligenz ihren früheren Ruhm wieder zurückholen? Es geht Ihnen also ausschließlich darum, ob Ryle etwas Brauchbares über die Geth in Erfahrung gebracht hat. So ist es. Falls ja, könnten wir selbst aus diesem Unglücksfall noch einen bedeutsamen Vorteil ziehen. Wollen Sie neue VIs erschaffen? Nein, Tali Zora. Ich möchte die Geth wieder ihren rechtmäßigen Meistern unterstellen, den Quarianern. Sie sind verrückt. Danke für die Information. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben, Commander. Shepard hat vor den Admiralen gut gesprochen.